Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind hier vor dieser Burg, wo wir eigentlich mal rein wollten. Haben endlich einen Weg dahin gefunden, auch wenn wir es uns ein bisschen ercheatet haben. Okay, den haben wir getötet. Jetzt ist die Frage, ob da oben noch andere sind. So, der Groschen, die Pfeile. Robe des Apothekarius. Genau, die Festung Nebelwacht. Jetzt ist die Frage, wie viele sind denn hier noch? An Gegnern. Ich wollte jetzt nicht meditieren. Wo? Ich hoffe, dass... Sind irgendwie noch einer? Jo. So. Alle besiegt. Okay, nice. Großes Ruhmschwert. So, die Groschen nehme ich auf jeden Fall mit. Schneid des Apothekarius. Haben wir noch was zu essen? Wir haben noch Brezeln. Noch eine Brezel. So, die Groschen nehme ich auch mit. Boah, ich mag die Musik hier oben. Hat irgendwie auf jeden Fall was. So, Erinnerungspunkte haben wir zu wenig. Okay, wir müssen also da rein. Okay, bin jetzt gespannt. Wie viele Gegner jetzt da auf uns zukommen. Und wie stark die sind. Mist. Okay, den haben wir. Jetzt ist nur noch der übrig. Das hat mich auch noch erwischt. Alter. So, die Pfeile nehme ich auf jeden Fall mit. Und die Groschen. Jeder Groschen ist hier auf jeden Fall was wert. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es ist, hierhin zu gehen.
Benötigt einen Schlüssel. Den kriegen wir von da hinten erst wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, wer ist da? Wie stark sind sie? Und überleben wir das? Und ich hoffe, wir überleben das. Ist jetzt nur der, oder? Obwohl da jetzt noch zwei waren eigentlich. Mist. Okay, von hinten kam jetzt keiner. Mist. Noch ein spektraler Apothekarius. Zwei. Mist. So, Ektoplasma. Das nehmen wir mit. Einer müsste da noch sein jetzt an Gegnern. Ich hoffe, das ist jetzt kein Spektralwesen. Hört sich nach einem Skelett an. Ach, hier. So, das sind Pfeile, nehme ich auf jeden Fall mit. Was gibt's hier sonst? Gedichtbänder. Das Leben des Torgan Wisperzunge, Band 4. Set von Zelna, Zelnas Marsch. Stimmt, hier war ja überall irgendwie Sets versteckt. Feinstahlpfeil. Der Pfadbuch 5, die Hungertage. Handbuch der Träume und Vision. So, wo führt das hier hin? Oder das hier? Alter, das ist ein riesen Irrgarten hier. Da komme ich nicht weiter. So, wie sieht's da hinten aus? Ja.
So, ich glaube, die Ektoplasmen hier, also diese astralen Apothekarios, sind die Geister von den erwachten Verlorenen hier. Ich glaube, die hängen zusammen. So, die Pfeile nehme ich wieder mit. Und die Groschen. Set von Selnas, Selnas Schwingen. Set des Nordens, Augen des Nordens. Mächtiger Seelenstein. Was ist das für ein Irrgarten hier? Landschaften andere als Goldenfuß. So. So, das war's mit denen. So, Stahlpfeile. Altes Claymore. Dann geht's hier auch noch mal weiter. Komm, mach die kaputt. So. Die. Nein, ich will die Groschen, den Münzhaufen. Wie viele gibt's denn hier noch? Renn! So, noch mal eine Brezel. Oh, wird vielleicht auf Lebensenergie gehen. Ein Erinnerungspunkt hätten wir wieder. Meditieren wir mal. So, das hier haben wir ja schon vollständig. Das hier haben wir vollständig. Wie sieht's hier aus? Barbar. Zweihand. Nee. Dann hatten wir, glaube ich, hier Gauner starke Sehne. Schatten des Windes. Diese Erinnerung schaltet alle Schurkendisziplinen für euch frei. Das Talent Schatten des Windes, dass ihr kurzfristig leiser schreiten ist. Passende Rüstung. Nee. Hinterhältig. Lykanthrop. Das ist Magierdisziplin.
Das haben wir. Zwei Einhandwaffen brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Wenn ihr innerhalb von 10 Sekunden nach Wirken des Talents 5 Trefferpunkten landet, verursacht der letzte Treffer massiven Schaden. Betäubungshieb. Ein mächtiger Angriff mit einer Einhandwaffe aus dem Rückwärtslauf heraus. Ich würde vielleicht den Klingentanz hier machen. Stufe 2 erstmal. Und das mal speichern. Warte mal. Wir haben Schlüssel oder wie? Wo haben wir den Schlüssel her? Okay. Grabesfluch, nehme ich mal mit. Banktresorschlüssel 2221. Und der Brief? Oder das Buch? Forschungsberichte. Die bis dato auf Endral unbekannte Pilzart vermehrte sich in den Kübeln des Labors der Festung Nebelwacht. Erstaunlich rasant. Der Händler hatte schon Bedenken, ob die Sporen die lange Lagerzeit überhaupt überstanden haben, daher wohl auch der günstige Preis. Nun habe ich eine erste Kolonie in einer von Felsen geschützten Ecke im umliegenden Wald angepflanzt, um den Wachstumszyklus in freier Natur zu untersuchen. Daher zum eigentlichen Forschungsbericht. Es tut mir so unendlich leid. Können wir jetzt einfach wieder gehen oder wie jetzt? Haben wir, weswegen wir gekommen sind? Okay, der sucht uns. Mist. Gegen 3? Alter. Gegen ihn schaffe ich doch, oder? Alter. Okay, das war ein Fehler, gegen 3 gleichzeitig anzutreten. Einmal kurz speichern. Gift des langen Leidens. So.
So, wie lange regenerieren wir noch? Und okay, hier geht's nach oben. Läuft hier irgendwas noch? Hier hätten wir noch mal eine Tür. Ah, okay. Ja, da können wir gehen. Dann sind wir hier fertig. So hoffe ich doch. Wie sieht's aus? Pilzproben aus. Okay, ich muss die Pilzproben noch mitnehmen. Gleich 4 Stück. Hat da gerade mal was gelaufen? So, eine. Zwei. Drei. Und die 4. Proben und Bericht zu Balhestel in die Unterstadt bringen. Oder sie ihrer Gefahr wegen bei den Apothekarien im Sonnentempel abgeben. Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich das ist. Hätte ich vielleicht durchlesen sollen. Aber egal, wir helfen der Unterstadt. Schön, dass die Axt da am Fliegen ist. Aber das war unten auf jeden Fall ein richtiges Labyrinth. Ich wusste jetzt nicht, wie weit wir da rumlaufen konnten oder so. Das war aber auch schon sehr weitläufig. Ich mag die Musik hier auf jeden Fall. Aber hier ist gefühlt alles eine Ruine in Enderal. So, und mal gucken, wohin dieser Weg führt. Wir haben uns ja einen anderen Weg hierhin erschlichen. Daher weiß ich jetzt nicht, was der Weg dahin gewesen wäre. Die Katze lässt uns in Ruhe. Wieso habe ich das Ding hier nicht mehr auf? Oh nein. Hilfe! Mist. Ist noch hinter mir her oder nicht mehr? Okay. Ich habe mich gerade gewundert, warum habe ich das Schild nicht mehr gehabt? Echt, jetzt das war der Weg dahin?
Ja, gut. Gut, wir machen uns dann auf den Weg in Richtung Unterstadt und sehen zu, dass wir da der einen Apothekari da helfen. Ich war ja zu nah an dem einen Pilz, oder? So, aber wir sind zumindest aus dem Düsterwald raus. Und jetzt wieder im Herzland, wo es wieder grün ist. Grenze des Herzlandes. So. Das heißt, hier jetzt erstmal noch weiter nach Osten laufen. Also die Richtung. Okay, aber hier werden wir jetzt erstmal nicht mehr von so vielen Gegnern angegriffen. Obwohl. Könnten Banditen sein. Mist. Hat die was? Groschen. Und Dietriche. Autsch. Ihr meint es ernst, was? Na schön. So. Ich habe eine Truhe gesehen. Da. Ein Kelch, wow. So, ist das noch der richtige Weg hier? Aber der Kampf war jetzt ohne Kampfmusik, ja? So, Kornhof. Das müssten beide Wege sein, oder? Ne, eigentlich. Eigentlich würde das eher am schnellsten dahin führen, oder? Warte mal, wir haben ja neue Sachen geholt, gefunden. Irgendwas, das besser ist? Nope. Süden, die Richtung. So, dann hier entlang. Ich höre Wölfe. Wo sind sie?
Oder gibt es hier eigentlich einen Set-Bonus? Dafür werden wir den ganzen Set anziehen. Das wäre was, wenn wir ein ganzes Set anziehen, so dass wir dann da einen Bonus bekommen. So eine komplette pyräische Rüstung hätte was, wenn wir die jetzt mal als Beispiel anziehen. Würde ich mir mal angucken. Schreitet wohl. Vor allem, wir haben ja von den Rüstungen bis jetzt Sternlingshelm und Schild, Ring des Adlerauges, den mittleren Rucksack, Gewand des Ordenhüters, Amulett der Leichtfüßigkeit, Set von Selna, Selnas Bastion und Set von Selna, Selnas Marsch. Wird Nahkampfschaden um 2 Punkte, festigt eure Lebensenergie um 14. Set der Gefallenen. Die hätte ich auch vielleicht. Echo der Gefallenen. Madame. Misère. Schreitet wohl. Ich guck mal, haben wir noch mehr vom Set der Gefallenen? Ahoi! Ahoi! Vielleicht ziehen wir einfach das komplette Set der Gefallenen an. Ist ja auch schön dunkel, düster. Obwohl, geht einigermaßen. Schreitet wohl, Madame. Und was Grüße! Komm, wir gehen erstmal runter. Ins Hafenbezirk. In die Unterstadt, meine ich. Da waren wir ja lange nicht mehr. Wer seid ihr? So. Misère. Schreitet wohl. Auch ihr schreitet wohl. Wir waren wirklich schon lange nicht mehr dort in der Unterstadt. So, Hauptkaverne. Ich bin an euch vorbeigelaufen, Arschloch. Seit wann hat die? Der Herr wird es euch vergüten. Ich wollte schon sagen, ist er komplett schwarz, das Outfit? So, Unterstadt Barackenplatz. Ja, ich passe schon auf mich auf. Altes Wasserwerk. Ja, und ihr hattet recht, euer Großvater hat die Pilzplage herbeigeführt. Ich wusste es. Und warum? Bitte, es muss doch einen Grund dafür gegeben haben. Einen, der das alles erklärt. Ja, euer Großvater wollte diese adelige
Adelige beeindrucken. Er dachte, er könne die Plage auslösen. Anschließend wieder eindämmen und so als Held dastehen. Es war ein Unfall. Er und die Apothekari standen kurz vor einem Durchbruch und er ist übereifrig geworden. Das ist ein Grund, aber keine Rechtfertigung. Was ist mit dem Forschungsmaterial? Habt ihr die Proben? Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Hestzels von dieser Schande reinzuwaschen, dann muss ich sie nutzen. Der Pilz hat das Potenzial, das weiß ich. Arg mit den Sporen herum zu experimentieren, ist verflucht gefährlich. Mein Großvater war ein Narr. Und ich bin es nicht. Bitte. Ich kann mir vorstellen, wie sich das für euch anhört. Aber ich weiß, was ich tue. Ich brauche die Proben, sonst nehmt ihr mir die Möglichkeit, meinen Namen reinzuwaschen. Ja, komm, na schön. Danke. Danke, das bedeutet mir wirklich viel. Hier ist euer Sold. Und nehmt das hier. Ihr habt es euch verdient. Ich bin jetzt in meinem Labor. Es gibt viel zu tun. Ich hoffe, das bereue ich nicht. Das trostlose Feld abgeschlossen. Bauplan Vagabundensattel. Sattel? Ah ja, die Tänzerin wieder. Wo der Nippel ein bisschen raushängt. So, ich suche jetzt einen Weg hier raus. Hauptkaverne. Da. Da geht's raus. Was glotzt ihr so? Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergeben. So, will der auch noch was sagen? Ach, haltet die Klappe. Ich bin derjenige, der euch hier hilft. So, ich würde jetzt aber einmal kurz nach Hause gehen wollen. Und gucken, ob wir noch mehr Sets-Teile der Gefallenen haben. Erstmal nach Hause, Adelsviertel, da hatten wir ja auch ein Zuhause gehabt. Frage ist, wo war nochmal das Zuhause? Da hinten meine ich. Ihr seid Abenteurer, oder? Ich tu nur so. Aber ob's edel waren? Haus der Toten, da haben wir's. Achso, wir hätten auch einfach die Truhe nehmen können. Set des Nordens, Herz des Nordens, haben wir zweimal. Set von Zellner. Eterna Schlachtaxt. Und wir haben 5 gefüllte Seelensteine, okay. Assassinenhandschuhe. Der Zauberbrecher.
Drachenknochen? Ah ja, wir hatten ja einen Drachen erlegt. Knochenreißer, den haben wir ja auch noch. Kyrische Rüstung. Runenküras. Gibt 64 Rüstung. Skarak-Handschuhe. Warte mal, sind hier die Sachen drin, die... Set von Selna, Selnas Bastion. Set von Selna, Selnas Schwingen. Gewand des Ordenhüters macht gar keinen Bonus. Okay, dann ziehen wir das hier an. Hatten wir sonst noch irgendwo Rüstung hingepackt? Irgendwo eine Kiste oder so? Irgendwo? Leerisches Erhabengewand, ja. Haben wir hier nichts, wo wir was reinpacken und rausnehmen können? Nirgends? Hä? Ist das die einzige Truhe? Wirklich? Das kann doch nicht sein, dass das einzige ist, wo wir was rein- und rausnehmen können. Hier sind doch zwei Truhen. Warum ist das jetzt so eine Deko? Statt hier Lagermöglichkeiten. Ich würde gerne was lagern. Hallo? Das ist ja scheiße. Also, warte mal. So, dann packen wir... Nein, das doch nicht anziehen. So, das ist alles weg. Warum haben wir so viele Ringe? Aber lassen wir erstmal so. Und Mythen und Legenden. Alle mythischen Kreaturen auf Endral finden und besiegen. 1 von 5 haben wir ja. Das verlorene Bildnis finden. Den anonymen Brief erwähnten Treffpunkt am alten Leuchtturm finden. So, Manfreds Vermächtnis, den Alchemisten Maxus Tabacus auf den Aushang ansprechen. Machen wir mal. Wer seid ihr? Das ist ja eine tolle Rüstung, die ihr da tragt. Dankeschön.
Ganz schade, dass wir nicht mehr haben an Rüstung des Gefallenen oder so. Dum drum, dum drum, dum. So, wo ist Maxus? Wo ist Maxus Tabakus? Da hinten. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Südviertel. Hm? Erika tapfer Blutes. So, hier? Schreitet wohl, Madame. Da hinten. Schreitet wohl. Schichten gehen einfach nichts. Eure Mana bestimmt, wie viele Zauber ihr wirken könnt, bevor euer Geist erschöpft ist. Ja, mein Geist ist öfter schon erschöpft gewesen. Hä, wo muss ich hin? Ach, dahin! In die Pulverwüste! Ja, machen wir uns da mal auf den Weg. Okay, ich hoffe, wir sind in der Lage, das zu überleben. Ahoi! Ahoi! Mal gucken, ob wir angegriffen werden. Also ich würde gerne deutlich bessere Rüstung kriegen und haben, muss ich ehrlich sagen. Jo, ich sehe da schon einen Zweigling. Die mit ihren Giftschaden. Jetzt ist die Frage, wie weit können wir weiter, ohne drauf zu gehen? Steckt ihr fest? Autsch. Was für die falschen Feinde ausgesucht wäre. Ja. Mist. Alter! Ist das alles? Ja! Enthauptet!
Versteck mich mal. Ich hoffe, er ist nicht in der Lage, mich zu finden da hinten. So, ja. Leben lädt auf. So, das müsste jetzt reichen. Moment mal. Da ist wer. Ja. Okay, der ging schnell. Ich wusste jetzt nicht, wie schnell das mit dem geht. So. Die Pfeile nehmen wir mit. Ist da oben auch irgendwas neu? Nein. Hier ist nichts neu. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Thank you.